Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Enshrouded. Wir legen wieder los. Zwar hat man zwar gesagt, wir machen vielleicht die Trommeln zuerst, aber ich hätte vielleicht sogar eher sagen, wir schauen zuerst daher. Vielleicht gibt es ja da noch eine Miasma-Wurzel, dann hätten wir zwei Punkte. Was wiederum heißt, wir könnten eventuell probieren, dass wir einen gnadenlosen Angriff skillen. Eventuell wäre eine Idee. Oder natürlich... Da braucht man aber noch zwei Punkte, die Gelegenheit. Da müssen wir natürlich schauen, keine Frage. Und zwar werden wir das jetzt machen, dass wir schauen. Und, seht ihr es? Wir haben auch noch mal unsere Farmtruhe besucht. Hat sich den auch einen neuen Durchhalten an. Schaut geil aus, ne? Die haben auch recht gute Werte, die haben zwar keine Zusätze, so wie der mit Schleichangriff Schaden erhöht. Das ist für das Schleichen ist der spitzenmäßig. Aber dreimal plus 7 Feuermagie und reflektiert Schadenretour vom Angreifer und zwar 20%. Besonders gegen Miasma-Gegner natürlich nicht so ohne. Ne? Und ich würde sagen, wir hupfen jetzt gleich ins, Vergnügen. Da drüben sollte es irgendwo sein. Holla! Sehr was! Aua! Servus, grüß dich. Nehmen wir es halt mit. Brauchen damals nicht. Also wie ihr seht, Fälle gibt es genug. Ja? Also da können wir ein bisschen Wuka-Schnetzeln gehen und wir haben wunderschöne Fellgeschichten. Da unten waren wir schon, aber da drüben noch nicht. Oder? Waren wir da noch nicht? Ich glaube schon, ne? Sicher, das war ja ganz der Anfang, wo wir kommen sind, ne? Ja, da waren wir schon. War noch nicht. Dann werden wir jetzt einmal gleich darüber gehen. Ich muss sagen, oh, schöner Durchgang. Ich hoffe, dass er Miasma-Wurzel ist. Zwei Stück wären gut, da könnten wir entweder Gelegenheit skillen oder eben den Gnadenlosen. Ne? Oder wir skillen uns nochmal um, das ist ja im Prinzip wurscht. War nicht erwischt. Lachs nehme ich gern. Schnitz, Schnitz, Schnitz. Noch einer will. Zur Ruhe. Schweindadel. Oh. Ich probier's nochmal, ne? Bin wieder runtergeflogen. Schwein da. So. Standort unten. Ganz ehrlich, allein ich da die Bäume, die groß die sind, das schaut super genau aus. Also was kommt da noch? Achso, das ist der lustige Pilz. Der tut uns nichts.
tun wir ihm auch nichts. Den roten Pilz, der hätte uns sowieso jetzt angegriffen und den hätte ich auch machen wollen, weil wir brauchen ja die Ammoniakdrüsen. Läuft der Durchgang. Jetzt auch ins Meer aus, mal schön. Und Leute, wissen wir noch, was wir noch... Ah, da waren wir schon. Könnt ihr euch erinnern, der umgeflogene Baumstamm? Da haben wir schon geschaut. Unsere NPCs müssen wir mal durch... Na, geschmeidig. Unsere NPCs müssen wir mal durchgehen. Und schauen, was nicht Neues gibt. Ob es nicht noch irgendwas Neues zum Herstellen gibt. Ich glaube nämlich fast... Wo ist er? Haben wir einfach einmal mit die Dolche gemacht, ist ja auch nicht schlecht, ne? Da ist auch noch einer. In den offenen Mund, beziehungsweise ins offene Maul eigentlich, ne? Das haben wir aber schon vorbei, ne? Ist es oben? Aber der hat ja gesagt unten, ne? Da irgendwas? Nein, ne? Standort unten. Oh ja, das wir müssen da irgendwo rein. Oh. Da gibt's was zum Lesen. Wieder standen? Wieder jede Menge Fälle und was zum Lesen. Ein Wunderland der verlorenen Architektur. Versteckte Handwerksrezepte Schwarzmoor. Versteckte Handwerksrezepte. Ein vergessenes Reich voller Ruinen versteckt in diesem Dickicht. Mein Neffe, der Design-Enthusiast, wurde bei diesem Anblick seines Augen... Was? Würde bei diesem Anblick sein eines Auge weit aufreißen. Okay, hat noch eins, na gut. Ein bisschen lustig geschrieben, aber macht ja nichts. Der Schliff dieser Steine unbekannter Herkunft ist rudimentär, aber sauber. Hat der örtliche Wuka-Stamm diese Tribute geschaffen? Lieber verziehe ich mich von hier, als das herauszufinden. Raylin. Es wäre natürlich die Frage, war das jetzt nur ein Hinweis? Dann leuchten auch die Dolche schön, oder? So ähnlich wie deine Axt, was so einen ähnlichen Style hat von der Klinge her. Die Frage ist natürlich jetzt... Können wir es schon? Oder... Siehst du, das könnte man eigentlich aber da auch durchschauen. Beim Trockengestell gibt es was Neues? Oh, Reptilleder. Das heißt, das müssen wir herstellen unbedingt. Und da, warum da was ist, Rufzeichen, frage ich mich. Aber ist ja wurscht. Soll so sein. Vielleicht klicken wir lieber da nicht jetzt alles durch, weil
Das Lustige ist natürlich jetzt, dass er meint, dass da, da ist ja noch immer was markiert. Wir sind aber da, ne? Gelesen haben wir es mit den Handwerksrezepten. Irgendwas will er uns noch sagen, dass da irgendwas ist, und zwar unten. Aber wo unten ist halt die Frage, ne? Was für ein unten meinen Sie? Oder ist da, geht's da noch irgendwo runter? In irgendeiner, gibt's da eine Grube oder was? Ist es im Miasma? Wahrscheinlich, ne? Und jetzt sagen wir. Und jetzt sagen wir, gehen da runter, ne? Oder? Wir können uns auch. Ein bisschen Buffut, Leute. Bandagerl. Billig und gut. Da werden wir die Dolche verwenden. Na, Patsch, da geht's auch. Na gut, na, ist ja wurscht. Vielleicht. Okay, das sollten wir uns aber merken, ne? Dass wir da rauskommen und da. Wir schauen uns nur genau den Weg an, weil ich den jetzt gern wieder zurückfinden. Für alle, die schon ein bisschen zuschauen, die wissen, dass ich gerne einmal. Oh oh. Vergiss auf die Zeit zu schauen. Geh mal einen Weg weiter, dann werden wir wissen, wo wir hinkommen. Dass ich gerne mal die Zeit vergiss, und dann werde ich das erste Mal das. Oh! Okay, so habe ich überhaupt noch nicht gesehen, so ein Schweinl. Miasma sagt, Org. Okay, da gibt es sogar verdorbene Schweine jetzt. Na schön. Sogar da ist Moor. Jetzt wäre natürlich interessant, ob von den großen neuen Reptilien da, ob das von denen auch verdorbene Versionen gibt, ne? Schwarz hoch. Ein bisschen mal da die Blasen beseitigen, dann ist ein bisschen der Nebel zumindest nicht mehr so arg. Das seht ihr jetzt da, wenn die dort wurde es. Und man kriegt natürlich Schaden auch, ne? Das ist eh klar, ne? Ja. Bevor uns der angreift und wir aus irgendeinem Grund übersehen. Hier ist er. So. Ja, bumm, das ist ein Zehiergarten da, ha? Nix. Jedes Eckerl kann was sein. Das macht das Spiel so großartig. Und Leute, wir haben alle Zeit der Welt. Wir haben überhaupt keinen Stress. Wir haben einiges an den Sounds auch gemacht jetzt bei dem großen Update. Schau, dass da was runterrinnen. Über mein Bild.
Schaut sehr danach aus. Ich glaube, wir werden noch eine Miasma-Wurzel finden. Also das ist natürlich geil, ne? Ist da ein Knu einmal oder was ist jetzt? Auf. Immer da auf. Da müssen wir schauen. Ja, ich habe doch eh schon aufgehört zum Klopfen. 60 Leute, das meine ich. Normal denkst du da unten, je weiter da ist eh nichts, was soll das sein? Na doch. Ist zwar ein Schatz jetzt drinnen, nicht? Aber man weiß es ja nicht, ne? Vielleicht waren da Baublöcke drin gewesen, ne? Belohnung für die Neugierigen und Fleißigen, die sich alles anschauen und erkunden wollen, ne? Und genauso kehrt es. Jetzt so eine nackerte Welt. Wo alles gleich ausschaut. Ja, da haben wir schon das Wurzel, ne? Die Wurzel. Steh auf die Dolche. Ihr habt's gesehen, in den Sporen. Dampf kriegst halt auch Schaden, ne? Und abgesehen davon siehst du nicht so viel, ne? Das werden wir gleich hinmachen. Bevor die lustigen Käfer wieder rauskommen. Oder sonst was? Nein. So, da haben wir uns jetzt ein bisschen durchgeschnetzelt, ne? Ups. Jawohl, Fähigkeitspunkt. So schaut's aus. Wunderbar. Da oben waren wir, da ist sonst nichts. Schön. Müssen wir da wieder rausfinden, das wird noch schöner, ne? Schön RR. Pilz. Das ist doch ja nichts, oder? Die Richtung könnte man noch gehen. Aber da waren wir doch, oder? Ich glaube, die Geräusche immer, da ist irgendwas, nur ist nichts. Da ist nichts. Aber wie ist man denn? Randall. Ich hab's erlöst, Leute. So müsst ihr es sehen.
Der Arme braucht jetzt nicht mehr dumm rennen in dem Nebel. Oder? Was ist eigentlich da für Hütten? Da kommt man da irgendwie auf, ja? Ei, nein, 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 ei. Also, die haben wir eh schon gemacht. Schaut das nur cool aus, oder ist da was? Labom. Nur ein Mützel, ne? Ja. Ja, hör doch auf zum Klopfen, ich tue doch eh nichts mehr. Leute, da müsst ihr jetzt durch. Na, Schwarzmarinen kriegen wir ja. Ist nicht schön. Okay, komm. Okay, mehr ist nicht. Na gut, soll so sein. Dann gehen wir. Welche Richtung müssen wir gehen da, ne? Das ist ja ganz ein See. Wir sehen jetzt gerade ein bisschen weniger. Der Mond. Ist sicher nichts, ne? Also, ah, da dürfen wir jetzt aufhören. Sehr gut. Wenn wir da reinhupfen. Ui, das ist groß, das Lager. Da sollten wir das am Tag machen. Da hinten ist ja was. Also das ist nur die... unsere Pustelfreund. Okay, will er nicht. Wir schleichen uns an, Leute. Ganz vorsichtig. Stand er da oben, nach Klover? Da war schon eine Wache, habt ihr es gesehen? Für Clown hat. Ja, genau. Gute Augen, ne, der Haberkuck.
Geht ein bisschen schnell. Ich glaube, das wird nichts werden, aber wir probieren es trotzdem. Hihi. Angriff von denen ist nicht schlecht, ne? Ein Häusli. Zwei Kurzschwerter eingesteckt, auch nicht schlecht. Aber in Gössi keiner daheim. Schade. Ja, da könnte man schlafen legen. Oh, ho, ho, ho. Oder? Das wollte ich eigentlich auch schon die ganze Zeit machen. Jetzt ist es euch vorstellen. Das Lied ist gut. Was war denn das gerade? Erlands Anmut. Ich höre eh schon auf. Ja, ja, ja. Bevor wieder irgendwer nervös wird. Oh mein Gott, der spielt Musik. Und rusht mich durchs Game. Ach Gott, na. Werde ich auch nie machen. Hätte ihm fast was vorgespielt, ne? Sorry. Ah, das ist ganz oben. Woher schauen? Oh, Truhe. Servus, grüß dich. Wir haben erstmal über Lebenstag. Stroh und Stroh. Oh. Da wäre Fell mitgenommen, da ist ja wurscht. Hinterhaltschaden, ja. Das haben wir jetzt geskillt, oder nicht? Oder irre ich mich da? Baumeister auf der Hinterhalt. 30%. Das ist schon nicht schlecht. Das haut halt dann deswegen auch bei den Dolche so dermaßen rein, ne? Ja, da habt ihr jetzt da die 30% Hinterhaltschaden. Alles, was von hinten ist, ist Hinterhaltschaden. Das ist, glaube ich, brauchen wir nicht näher drüber eingehen, ne? Schleichangriff. 10-facher Schaden. Von hinten nochmal 25%, also 55 mit dem. Und da hätten wir es dann noch einmal plus, noch einmal 100. Also, da stehen ja nicht mehr viel noch, ne? Das ist der umgefallene Baum. Aber wie geil schaut der aus, oder? Das ist mir erstmal, wie das da so runtergeht. Wäre genial. Also, da kann man ja auf den Jump. Fuck. Ja, nochmal. Yippie.
Ich lasse mich schon wieder ablenken, gell? Ja. Ist schon gut. Wir schauen da kurz einmal durch den Baumstamm. Ich glaube, wir haben es eh schon gemacht, aber wir machen es nochmal. Schaut's wie geil. Und da geht sogar erstmal Asthma durch. Geil, also, oder? Schauen wir, was da Schönes ist. Sind wir so bei Opferschalen oder irgendwas? Segen der Wukar kriegen wir gerade nicht. Wukar! Da waren wir schon drin, ne? Ja. Das war der Raum, wo halt einfach nichts drin ist. Und in der Mitte den Steinboden. Gute Idee. Guter Loot. Ist irgendwas? Nein. Was mache ich eigentlich? Ach Gott, Paddel. Autsch. Irgendwie, also würde ich mal ein etwas anders. Also. Na, was ist denn? So. Mach mir Bilder nicht, gell? Da ist sogar ein rotes Miasma davon. Tatsächlich. Das Gebiet gesperrt. Bezirk zeige ich eher da, aber. Tatsächlich, rotes Miasma. Wo kommt man da hin? Geil. Echt genial, diese Hubfallen. Wir haben eine kleine Spur später ausgewichen. Hätte gut ausgeschaut, nur. Da oben ist es, oder? Hopp. Richtig ungewohnt, dass der Bogen sich jetzt auch verbraucht, ja? Dass er Abnutzung hat, ne? Niedig. Fuck. Standort oben. Leute. Standort oben. Und wo die Trommeln sind, schauen wir uns in der nächsten Folge an, Leute.
Wir sind alte Übertreiber und können nicht aufhören. Dann hat das Spiel alles richtig gemacht. Ich sage danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Und dann werden wir uns die Trommeln holen und was sonst noch so Schönes gibt. Tschüssi und Baba.